Wir sehen heute. Millionen von Spanischsprechern sagen es so und kein Buch und kein Kurs zeigte das. Außerdem, wie dir ein Elefant bei der richtigen spanischen Aussprache hilft. Und die zweithäufigste Art, du machst zu sagen. Ich gehe davon aus, dass du kein Sprachwissenschaftler werden willst, sondern dass es dir darum geht, Spanisch in deinem Urlaub, Spanisch in deiner Wahlheimat zu verstehen und verstanden zu werden. Und deshalb musst du wissen, wie die Einheimischen tatsächlich sprechen. Und das sehen wir heute. In unserem ersten Video haben wir mit nur 8 Wörtern und ein paar Getränken Sätze zu bilden gelernt, die ich nicht nach Jahren des Unterrichts bilden konnte. Und dazu gab es 82 Fragen zum Üben. Und falls du das Video noch nicht gesehen hast, der Link dazu ist hier oben. Und zum heutigen Video wird es ein neues Workbook geben. Zugang dazu hier unten in der Infobox, wie beim letzten Mal, Infobox von YouTube. Vielleicht kennst du diese Situation. Du lernst richtig tolle Sätze im Spanischunterricht und dann aber auf der Straße, im spanischen Alltag, verstehst du niemanden. Woran liegt das? Einer der Gründe ist der Buchstabe S. Der wird nämlich von vielen in gewissen Wörtern nicht ausgesprochen. Und so ein einfaches Wort wie España ist dann nicht wiederzuerkennen. España. In Spanien, en España. Das machen zwar nicht alle Muttersprachler so, aber sowohl in España als auch in Lateinamerika machen das viele Millionen Menschen so. Und darum hilft es dir sehr, das zu wissen. Wie sagt man nochmal, mach es nicht? No lo hagas. Und wie sagt man dann, mach es nicht in Spanien? No lo hagas en España. Es kann aber auch sein, dass du no lo haga en España hören wirst. Und wenn du dann nicht darum weißt, dass die Einheimischen manchmal den Buchstaben S unterdrücken, wirst du vielleicht den ganzen Satz nicht verstehen. Wie war nochmal, ich will bzw. ich möchte, dass du Kaffee machst? Quiero que hagas café. Und wie sagt man nochmal, ich möchte nicht, ich will nicht, dass du Kaffee machst? No quiero que hagas café. So weit, so gut. Jetzt wollen wir aber sagen, ich möchte bzw. ich will, dass du mir Kaffee machst. Mir auf Spanisch ist me. Ich will, ich möchte, dass du mir Tee machst. Ich will bzw. ich möchte, dass du mir Pizza machst. Ich will, dass du mir Sangria machst. Mir, mir, mir. Auf Deutsch gibt es aber mir und auch mich. Und das ist ein schwieriges Thema für die Ausländer. Auf Spanisch gibt es auch zwei verschiedene Wörter. Wir haben me und a mí. Die gute Nachricht aber ist, dass du nur eins von beiden Wörtern benutzen musst. Me. Ob ich will, bzw. ich möchte, dass du mir Pizza machst, quiero que me hagas pizza, oder ich will nicht, dass du mich nervös machst, no quiero que me hagas nerviosa, sagst, es ist immer nur me. Und jetzt aufgepasst, damit du besser verstanden wirst, achte auf dein E. Über das O hatten wir schon gesprochen. Dein E ist aber auch etwas anders auf Deutsch. Was benutzen wir normalerweise? Entweder ein Laut so ein bisschen wie Ö bei Leute, Sache, Stefan,
oder ein E wie in See, sehen, Seele. So, auf Spanisch ist es keins von diesen beiden E. Wir brauchen so ein E wie in Elefant. Elefant. Und das besonders beim End-E. Welche Wörter, welche spanischen Wörter kennen wir bis jetzt? Wir kennen Café, Tee, Ke. Jetzt orientiere dich an Elefant. Café, Tee, Ke. Und besonders bei unserem neuen Wort ist das wichtig. Me. Das E. Me. Es ist nicht me. No lo hagas. Es ist me. E wie Elefant. Aber warum gibt es dann ami? Gute Frage. Ami wird nur benutzt, um etwas zu betonen. Guck mal, auf Deutsch machen wir das mit unserer Stimme. Mir gefällt das. Auf Spanisch würdest du me und auch a mí zusätzlich sagen. Im selben Satz. Und der wissenschaftliche Fachausdruck dafür ist doppelt gemoppelt. Versuchen wir jetzt mal, die folgenden Sätze zu verstehen. No me hagas pizza. No me hagas café. No me hagas té. Und no me hagas espagueti. Was hatten wir nochmal über die Wörter, die mit sp anfangen, gesagt? Dass die Spanier und auch die Lateinamerikaner am Anfang eines Wortes kein sp sagen können und deswegen das E vorstellen, um dann Schwung zu holen. Und Espagueti ist dann also? Und was heißt wohl Quiero que me hagas Espagueti? So, heute haben wir mir und mich kennengelernt. Es ist immer me. Und nur zur Betonung, anstatt die Stimme zu heben, benutzen wir es manchmal zweimal im Satz und fügen ein ami mit hinzu. Ich möchte, dass du mir Kaffee machst. Nicht ihm, nicht ihr, mir. Zur Betonung benutze ich jetzt nicht nur mein me, sondern auch noch ami. Eben doppelt gemoppelt. Quiero que me hagas café a mí. Nochmal. Ich möchte, dass du mir Kaffee machst. Quiero que me hagas café a mí. Und jetzt mit Spaghetti. Ich möchte, dass du mir Spaghetti machst. Quiero que me hagas espagueti a mí. So, und wie würden Millionen Einheimische diesen selben Satz aussprechen? Was würdest du hören? Ohne das S. Quiero que me haga espagueti a mí. So, und sobald du das verinnerlicht hast, bist du sehr gut für solche Gegenden wie Andalusien, karibische Inseln und Gegenden Südamerikas vorbereitet. Und mal ganz knallhart gesagt, du hast sonst keine Chance, etwas zu verstehen. So zum Abschluss ein Riesensatz, den man sonst erst ab A2 lernt. ¿Qué estás haciendo? Was machst du gerade?
Auf den ersten Blick ist fast alles fremd. Zwei Tatsachen. Ich sehe und ich höre kein Agas. Und in 120 Sekunden wirst du verstanden haben, warum nicht. Was ist der Unterschied auf Deutsch zwischen was machst du und was machst du gerade? Unser was machst du könnte sich auf den Beruf unseres Gesprächspartners beziehen. Und du, was machst du? Wenn wir aber wissen wollen, was du gerade machst, vielleicht am Telefon, was machst du gerade? Oder vielleicht, weil wir gerade in die Küche kommen und wir wollen wissen, was du im Moment gerade machst. Und deswegen benutzen wir auf Deutsch das Wort gerade. Auf Spanisch ist das ganz anders. Auf Spanisch, genau wie auf Englisch, gibt es dafür eine eigene Verbform, die benutzt werden muss. Estás haciendo. Du machst gerade. Ich weiß, das muss man erstmal verdauen. Und genau deswegen habe ich für dich das neue Workbook gemacht mit über 80 Sätzen, damit du das übst. Denn nur durch ständiges Wiederholen lernst du. Ich habe mir als Sprachschülerin immer irgendwelche Eselsbrücken gesucht. Und für haciendo hat mir sehr das spanische Wort für hacienda geholfen. Hacienda, am Ende mit O, haciendo. ¿Qué estás haciendo? Mit welchem Laut fängt der ganze Satz an? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Hatten wir doch schon mal. Quiero que hagas café. Ich möchte, dass du Kaffee machst. Und hier in unserem neuen Satz, ¿qué estás haciendo?, haben wir dasselbe que, aber mit einem Akzent. Und wenn es einen Akzent hat, ist es ein Fragewort und heißt was. Unsere deutsche Frage ist ja, was machst du gerade? Übrigens, que mit Akzent wird genauso ausgesprochen wie que ohne Akzent. So, wir haben eine Frage mit drei Wörtern. ¿Qué estás haciendo? Estás, alleine gesehen, für sich gesehen, heißt du bist gerade. Und mit der haciendo, haben wir dann insgesamt du machst gerade. Aber Sandra, die Frage ist doch, was machst du gerade und nicht, was du machst gerade. Ha, das ist nur eine deutsche Eigenschaft. Wir verdrehen die Wörter, wenn wir etwas fragen. Wer sagt denn, dass es so sein muss? Auf Spanisch verdrehen wir gar nichts. Wir fangen unseren Satz mit einem Fragewort an. Okay, und wenn es schriftlich ist, machen wir das Fragezeichen andersrum. Und so erkennen wir, dass jetzt eine Frage folgt. Wenn ich ¿qué estás haciendo? Wörtlich übersetzen wollte, hätte ich ¿was bist du gerade machend? So, bei meiner Ausgangsfrage ¿qué estás haciendo? Was ist da mein erstes Wort, mein erster Laut? ¿Estás haciendo? Richtig, das ¿qué? Und was ist mein letztes Wort, was so ähnlich wie das Landgut klingt? ¿Qué estás? Haciendo. Jetzt fehlt mir nur noch das Wort in der Mitte. Was ist zwischen ¿qué? Und haciendo? Vielleicht hast du schon mal von por favor gehört. Das heißt im übertragenen Sinne bitte. Café, por favor. Pizza, por favor. Coca-Cola, por favor. Und wir nehmen jetzt dieses por von por favor und stellen es vor unseren Satz, vor unser ¿qué estás haciendo? Und dann haben wir por qué
estás haciendo oder haciendo. Und dann haben wir anstelle von was machst du gerade, warum machst du gerade? Und das ist ja kein vollständiger Satz. Da fehlt uns ja irgendeine Information. Warum machst du gerade Kaffee? ¿Por qué estás haciendo café? Warum machst du gerade Tee? ¿Por qué estás haciendo Tee? Warum machst du gerade Pizza? ¿Por qué estás haciendo Pizza? Was ist lo? Lo ist die Sache, die wir gerade machen, die wir gerade trinken, die wir gerade sagen, die wir gerade essen. Lo ist unser Objekt, es. Was könnte dann das Folgende heißen? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Warum machst du es gerade? Und so ein Satz hört sich vielleicht ein bisschen trocken, ein bisschen nicht so natürlich an. Aber stell dir mal das vor mit ein paar Wörtern ausgeschmückt. Warum machst du das gerade jetzt? Warum machst du das jetzt nicht eben? Warum machst du es so? Warum machst du es jetzt alleine? Jetzt im Moment hast du das Gerüst für deinen Satz. Und bald kannst du das so schön ausschmücken. Das ist wie Legosteine und du kannst dir dann bessere Sätze zusammenbauen. So zusammengefasst, und das ist jetzt sehr wichtig. Du machst kann hagas heißen. Es kann aber auch estás haciendo heißen und es gibt sogar noch eine andere Form. Was wird am häufigsten benutzt? Am allerhäufigsten wird hagas benutzt, an zweiter Stelle steht estás haciendo und an dritter Stelle ist eine Verbform, die wir beim nächsten Mal sehen werden. Und wann benutzt man was? Das ist eben das Interessante an der spanischen Sprache. Ja, klar, es gibt eindeutige Regeln, wann man was benutzen muss. Aber anstatt dir hier jetzt die Regeln zu erklären, die du dir vielleicht nicht merken wirst oder die du dann später beim Sprechen sowieso nicht anwenden wirst, möchte ich lieber dieses ich will, dass du Kaffee machst, wiederholen. Quiero que hagas café. Und wenn ich das oft genug wiederhole, dann willst du hagas, das willst du ganz automatisch benutzen. Du wirst es benutzen wollen. Und das ist viel besser, als irgendeine Regel zu lernen nach quiero que kommt subjuntivo. Was ist das? Sondern du willst es einfach aus einem Sprachgefühl heraus, willst du es benutzen, weil es so gut klingt, so klingt es richtig, so klingt es vertraut. Und so lernst du auf ganz natürliche Art und Weise Spanisch zu sprechen. Ich rate dir, mach jetzt alle Sätze und Aufgaben aus dem neuen Workbook und schau dir dieses Video an.